Es hat fertig geladen, jedenfalls ist es gleich soweit. Und wir gehen in das Geschehen gleich jetzt hier in Mission auf Mission in Team Deathmatch. Ja, und wir starten mit der Ego-Shooter-Sicht. Ego-Shooter und machen mal die Anna. Und jetzt guck, und jetzt spreche ich ein paar Themen an. Im Hintergrund seht ihr mich zocken. Ja, also, ich habe ja, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ein paar viele Hater, die der Meinung sind, die mich die ganze Zeit haten müssen und sagen, ja, du dummer Jude, du Hurensohn, du hässlicher Affe oder was weiß ich, such dir Freunde und ich könnte dir nur empfehlen, lösch deinen Kanal. Da möchte ich euch jetzt mal bitten, was ihr davon haltet und ob ich wirklich meinen Kanal löschen soll. Ich mache weitere Videos auf YouTube, aber dann glaube ich keine Let's Plays mehr. Also wenn ihr mal, also sagt mir echt mal bitte, was ihr von dem Zeug haltet, was die hier sagen und ob ihr wollt, dass ich das Konto schließe oder nicht. Ich muss mal schauen, aber ich will auf jeden Fall Videos weitermachen und ja. Das zweite Thema, ja, ihr habt ja bestimmt schon von der SOPA und ACTA gehört. Die ACTA ist das gleiche wie die SOPA, nur halt in Deutschland. Also die SOPA bespricht, dass man keinen Content online zeigen darf und auch, ja, halt, dass online, also keinen Online-Content zeigen darf. Zum Beispiel, meinetwegen von einem Spiel, meinetwegen von. Nehmen wir mal Call of Duty. Das Spiel darf man nicht spielen, weil es von dem Hersteller dann verboten wird. Und wie ihr auch wisst, ist SOPA auch so weit, dass es auch vielleicht bei uns in Deutschland durchgesetzt wird. Deshalb auch ACTA. ACTA müsste eigentlich, soweit ich weiß, das gleiche oder ähnliche sein. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber ähnlich oder das gleiche soll es sein. Dann wisst ihr ja, dass Megablood gehackt wurde. Besser gesagt, nicht gehackt, geschlossen wurde. Der Festnehmer. Der Führer. Führer ist jetzt wieder rassistisch. Der Macher von Megablood wurde festgenommen. Und Anonymous hat das probiert zu hacken, besser gesagt hat es gehackt oder wird es hacken. Ich war jetzt lange nicht mehr auf Megablood, aber ich glaube, das ist noch so, wisst schon, also hier, wisst schon, hier, gesperrt. Und, ja, also eigentlich so im Großen und Ganzen habe ich jetzt das gesagt erstmal und jetzt werde ich noch ein bisschen grob irgendwas rumlabern. Ja. Hier wurden wir gerade von einem. Hier. Ist schon getötet. Oh, Mann, ich bin heute gerade total müde. Und ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Ja. Doppelflash, gleich mal. So. Weiter geht's. Und den holen wir uns. Aber der holt uns. Jo, und wir laufen jetzt hier wieder beim Mission 9. Ach so, falls ihr es wissen wollt, wir spielen hier mit der ACR. Und spielen halt Afrika Melis. Ich spiele hier mit zwei Freunden, SG Hatchies und SG ET Alien. Diese sind in meinem, besser gesagt, unserem Clan. Wir sind Clanmitglieder von SG, Sexy Gamers auch genannt. Und SG Power, so gesagt, gemeint, ne? Und es werden auch hoffentlich bald noch ein paar mehr Montagen kommen. Das ist jetzt mal nur so ein Commentary. Ja, eigentlich war's das so. Ich sag mal, eigentlich war's das so. Wir laufen hier weiter rum. Hier gleich mal gegen drei Mann gewonnen. Was ich richtig geil fand. Das war schon ein richtig guter Kill. Und ich fand, das Spiel war ich richtig gut mal. Jetzt schreibt mir jemand eine Nachricht Skype. Ja, ich gehe dann gleich, wir drücken gleich weiter. Ich mache jetzt hier noch schnell meinen Commentary fertig. Und ja, ich weiß gar nicht, wie lange wir noch spielen. Ja, es sind noch ein paar Minuten.
Und ja, ihr müsst mir echt mal sagen, was ihr davon hältet, von den Hatern. Also was ihr machen würdet, wenn ihr euch sowas an den Kopf geworfen wird. Und besser gesagt, wie so ein kleines Kind, wie die beleidigen uns. Also besser gesagt mich. Und ich soll mein Konto schließen. Also ihr könnt mir ja mal bitte schreiben, was ich machen soll. Und wieso vorgestern, besser gesagt gestern, oder ich weiß ja nicht, ich sag jetzt mal am... Welcher war heute oder ist heute? Moment, kurz noch. Warum am 4. Februar kein Video kam? Ich war den ganzen Tag abwesend. Also eigentlich kommen ja 4 Videos an dem Tag oder 3 bis 4 Videos. Und ich war den ganzen Tag nicht da. Ich war in Leipzig. Und ja, da hat mich jemand als Hacker beleidigt. Gerade besser gesagt, das ist einer aus unserem Clan, das ist E.T. Und ja, also ich war in Leipzig beim All-Star-Game und es war richtig geil eigentlich. Es war Deutschland, also als erstes unsere Mannschaft, die RV Aue, gegen die B-Nationalmannschaft im Handball und danach noch die Nationalmannschaft gegen das All-Star-Team mit den besten Spielern der Welt. Besser gesagt, die meisten guten, besten Spieler. Wer von euch Handball mag, es war auf jeden Fall Kim Andersson dabei und so weiter. Kim Andersson und viele andere. Kim Andersson ist da natürlich der Beste, finde ich. Also ich fand, er ist der richtige Beste. Und das war ein letzter Kill von SG Hatchies. Er wurde dann gekillt. Mein Score ist 19:9 und das war's von dem letzten Commentary. Wir sehen uns dann beim nächsten Commentary. Tschüss. Hallöle und willkommen zu einem kleinen Let's Commentary Call of Duty Modern Warfare 3. Wir spielen Team Deathmatch auf der Map Mission und es lädt gerade Jahre. Ich bin zurück, wenn ich im Spiel bin.